Fix oder links, herzlich willkommen zu meinem Video am Wochenende Berlin. Aber nur, wenn ihr voll müsst. So sieht das Ganze aus. Ja, okay. Ja, seid ihr voll bei? Der Jeep-Alter, so wie wir das aus dem Sommer kennen, aus meinen Videos. Ich glaube, die haben es auch verboten, im Innern sozusagen, vom Bahnhof zu feiern. Aber ihr seht, was hier eigentlich los ist. Die Scheibe ist nicht extra so gemacht worden, sondern die wurde hier schon auf jeden Fall angecrackt. Ja, das ist so der Bahnhof Warschauer Straße. An die Leute, die es nicht kennen. Hier ist eigentlich normalerweise auch Party, auch Live-Musik, aber jetzt in dem Fall ist hier gar nichts. Wir gucken uns ein bisschen was an. Gehen wir weiter tiefer rein. Boah, was geht ab? Die Lautstärke, Alter. Also ich muss ehrlich zu euch sagen, in Berlin geht es halt gar nichts. Und das für eine Hauptstadt schon sehr, sehr schade. Es geht halt wirklich nichts ab. Es ist halt einfach mal leer für einen Samstagabend gegen 1 Uhr. Schon krass. Wir gucken nochmal und schauen mal ganz kurz, ob da was abgeht in Richtung Clubs. Die Polizei fährt hier Runden, um die Leute hier zu sichern. Aber so viel ist hier nicht los. Heftig Berlin, Digga. Ja, so ein bisschen Bar-Vibes, ist klar. Aber so viel ist auch nicht. Jetzt hier an der Straße, direkt Simon-Dach-Straße. Ist jetzt mit Clubtechnik auch nicht viel. Auch die Bars sind so ein bisschen, ja, nicht mal halb voll. Vereinzelt mal auf der Straße was los und ja, so Bistros, in denen Leute sitzen und essen. Also ehrlich gesagt habe ich Berlin noch nie so leer gesehen. Entweder sind die Leute am Fressen wie da hinten alle, ja, Bürgermeister nur am Fressen, oder die Leute sind am Saufen teilweise. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie es vor dem Club aussieht. Heftig. Berlin ist übelst leer. Hier nochmal eine Mainstation sozusagen, wo die ganzen hier Imbisse sind und Co. Wir gehen mal wieder in die Richtung, wo die ganzen Verrückten waren, rumgetanzt haben. Wir kommen jetzt wieder zu der extremen Ecke, wo hier ein bisschen Mucke gemacht wird. Leute, die crazy sind ein bisschen. Aber jetzt scheint so, dass da nichts los ist. Worum geht's denn überhaupt? Ey, Hammer, ey. Aber welchen, soll ich auf der Gitarre oder? Okay. Das können wir am Wochenende. Ey, pass auf. Ich hoffe nur die... Ey, das ist richtig... Das ist... Ihr wisst, wie sehr ich euch liebe dafür, oder? Editors, ich gebe jetzt hier ein. Editors. Kleines Chaos, Editors. An End has a Start, Karaoke. Kleine Gruppe, aber trotzdem, ein bisschen Musik ist dahinter. Der fängt ja gleich wieder an, so. Und dann, ja, ich weiß nicht. Gucken wir mal drumherum, was da noch läuft. Das gibt's ja nicht. Wirklich? Oh Gott, ich hoffe. Schon interessant, so aus dem nächsten Berlin. Okay, es läuft hier. Okay. In Berlin ist es so, du musst nicht extra nach New York fliegen, um sowas zu sehen. Hier ist es einfach nur aus jeder. Also. Aus jeder Art und Lage, Art und Weise möglich, so eine Lage. Ja? Polizeistreife. Die checken natürlich, was los ist. Okay, der fängt jetzt an. Let's go. Der Typ kippt erstmal weg, Alter. Der trinkt erstmal hart. Und wir sind wieder im Element. Berlin feiert. Wie geht's ab? Da gibt es so Touristen, Passanten an der Ecke, die sich das angucken. Berlin hat nur mal so ein bisschen das Gefühl, dass die Stadt verloren ist. Mucke im Hintergrund, mittlerweile auch jetzt hier am Bahnhof. Ein einziger Typ tanzt mit jemand anderem in einer blauen Jacke. Was geht hier ab? Rewe to go. Wo man sich was schnell was kaufen will. Auf jeden Fall habe ich hier noch mal eine Underground-Party gefunden. Hier wird die ganzen Punks und die Junks feiern. Selbst Obdachlose oder Leute, die etwas Drogen nehmen hier in Berlin, also gesehen in der Drogenszene unterwegs sind, gehen auch Party machen. Die haben keinen Club, wo sie sich was bieten können. Sie kommen einfach her auf der Warschauer Straße und feiern unter der Brücke. Woher die das Equipment haben, weiß ich nicht. Aber es fahren auch sehr viele Normale mit.
Der Typ auf dem Einrad. Berlin City am Samstagabend. Warschauer Straße unter der Brücke, unter der Station. Ja, auch so eine Art Stress unter den ganzen Leuten, die konsumieren. Bricht fast die Schlägerei aus. Hier das Ganze nochmal von Weitem. Wenn ihr also nicht aus Berlin kommt, meidet diese Partys, wenn ihr euch nicht auskennt. Es kann auch ganz schnell eskalieren. Und wenn Leute unter Drogen sind, sieht das nochmal ganz anders aus. Ja? Berlin in den Ecken am Abend ist gefährlich. Jetzt haben sie sich wohl ein bisschen eingekriegt und wir gehen weiter. Die große bekannte Eastside Mall. Irgendwie haben wir nur noch Malls hier und keine Leute. Ich zeige euch nur die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Berlin, Warschauer Straße, Samstagabend um 1.30 Uhr ist leer. Es ist kein Schwanz hier. Außer die Underground Party. Ja, die ihr gerade gesehen habt. Und ein paar Mädels, die abkummern. Heftig. Im Sommer wird sich natürlich das Ganze ändern. Schon allein im Frühling wird es auf jeden Fall viel, viel voller. Wo man dann am Wochenende, wenn es hier mindestens 15 Grad sind, kaum laufen kann. Die Straßen werden hier vollgepumpt mit Leuten. Sehr viele Touristen kommen wieder aus aller Welt. Und ja, dann lebt Berlin natürlich wieder. Im Winter, wir haben Februar. Auch wenn es nicht so kalt ist, es ist dennoch sehr, sehr leer. Hier noch ein paar Pieps auf der Straße. Gegenüber gehen wir jetzt endlich jetzt wirklich zu diesen Cluborten. Ampeln sind aus. Heftig. Vor allem am Wochenende. So, das Clubleben hier gerade vor uns ist auf jeden Fall offen. Es ist was los, aber nicht jeder kommt natürlich rein. Also hier sehen wir einen Club und hier ist die Obdachlosigkeit, wie immer. Was auch immer war. Ja, auf jeden Fall clubtechnisch geht hier was. Sehr, sehr viele Taxis hier um die Ecke. Ja, warten, ob jemand Besoffenes rauskommt, den sie mitnehmen können. Und dann unverschämte Preise machen. Ich weiß, ich will niemanden beschuldigen, aber ich sag ja nur, kenne ich ja auch von damals. Hier schlafen Obdachlose in der Kälte und hier feiern die Leute. Herzlich willkommen in der Welt. Ah, schade. Hier ist auf jeden Fall zu. Hier kein Zuverkehr. Erstmal die Trains sind abgeschaltet. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich jetzt hier reingehen. Der Eingang ist zu. Wir müssen wieder zurück. Aber es ist für mich als Berliner wirklich viel zu leer. Und hier nochmal die Warschauer Brücke, zurück zur Warschauer Brücke, Buslinien, Menschen kommen, U-Bahnhof ist halt wieder geschlossen, keine Ahnung was da herrscht, wieder Bauarbeiten. Und ja, wir gehen wieder zur S-Bahn und dann fahren wir wieder nach Hause. Ja, zum Schluss meine Worte nochmal an euch. Berlin ist eigentlich das Einzigartige, das einzig Wahre zum Clubben, zum Ausgehen. Aber an solchen Abenden wie heute sind ziemlich viele Seelen unterwegs, die keinen Plan haben. Also Seelen ohne Leben, würde ich das behaupten. Also schwieriger, eher schwieriger. Viele sind auf der Suche nach Glück, kommen am Wochenende, gehen am Wochenende raus, treiben vor sich hin in der Kälte, trinken dabei Alkohol. Viele sind besoffen, die nicht wissen, wo sie hingehen, wohin sie gehen, was sie tun. Gleichgesinnten unter sich. Heftig, was hier abgeht. Besser gesagt, nix. Zweite Schlägerei bricht aus. Leute verschwinden. Der Typ ist der Geilste. Ja, es ist Zeit, dass wir abhauen, Freunde. Guck mal, der Typ da will ihn hauen. Da geht's gleich rund. Berlin geht Bach runter heute, auf jeden Fall. Vielleicht kloppen die sich ja noch heute. Was so schön angefangen hat, endet jetzt in so einem Chaos. Alles klar, wir hauen ab. So, Freunde, jetzt verabschiede ich mich von euch. Ich bin sprachlos. Heute war natürlich nichts. Das war wieder ein Reinfall in Berlin. Also es ist schade, wenn Leute nach Berlin kommen und dann sowas sehen.
dann denke ich, fuck, Berlin ist ja voll Absturz, so gesehen. Dankeschön, Bro. Danke, danke. Habt ihr Feierabend, ja? Noch nicht. Noch nicht, das geht noch. Mach's gut, Bro. Und ja, ich meine, wenn man der erste Anblick, wo man herkommt, was geht hier eigentlich ab und so? Und dann denkst du dir, Bro, das ist Berlin halt, ne? Schau mal. Berlin ist... Danke fürs Zugucken, Freunde. Das war's dann auch schon für heute. War nichts Besonderes. Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Six all in the mix. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Berlin. Waschwaschstraße. Ja, hier sehen wir auch, der Bahnhof ist voll. Die meisten gehen auch nach Hause. Hat anscheinend keinen Sinn heute. Es gibt solche Tage.